Der Held unserer Geschichte ist Thomas Edison. Im Jahre 1870 verhalf ihm seine jüngste Erfindung, der Ätherpropeller, zu einer bahnbrechenden Entdeckung. Er havarierte nach einer abenteuerlichen Reise auf dem Mars und konnte die Vermutungen bestätigen. Es existiert intelligentes Leben auf unserem Nachbarplaneten. Heute verfügen alle wichtigen Kolonialmächte über Ätherschiffe und ringen um die Vorherrschaft im Sonnensystem, auf dem Mars, der Venus und sogar auf dem Merkur. Unzählige Geheimnisse harren dort draußen ihrer Entdeckung und die Reise in den Weltraum hat gerade erst begonnen. Wir schreiben das Jahr 1889. Space 1889 richtet sich vor allen Dingen an Leute, die klassische Abenteuergeschichten mögen, so wie sie Edgar Rice Burroughs, Jules Verne oder auch H.G. Wells geschrieben haben könnten. Die Politik ist im Prinzip sehr ähnlich zu der, wie sie real war. Europa ist zum Beispiel von vielen Monarchien dominiert. Das Einzige, was da nicht von einem Monarchen regiert wird, sind Frankreich und die Schweiz. Viele Teile der Welt sind von dem viktorianischen Empire erschlossen, kolonisiert, das auf dem Höhepunkt seiner Macht und seines Einflusses ist. In dieser Welt ist der Mars die Heimat einer ehemaligen Hochkultur, die nur durch die Relikte ihrer Ahnen am Leben gehalten wird. Die Venus ist von dampfenden Dschungeln voller Dinosaurier überwuchert und der Merkur zwar fast genauso lebensfeindlich wie sein reales Pendant, jedoch Ziel von Expeditionen auf der Suche nach Rohstoffen. Besonders wertvoll ist das sogenannte Flugholz oder im englischen Original Liftwood. Eine der interessantesten Entdeckungen, die Edison neben der alten Kultur der Marsianer gemacht hat, ist das Liftwood. Das Schwebeholz, ein Holz, was der Schwerkraft entgegenwirkt, mit dem man fliegende Schiffe bauen kann. Und das damit auch ein Rohstoff ist, den jegliche Kolonialmacht und jeder Erdenmensch interessiert. Die Marsianer haben seit Jahrtausenden Schwebeholzschiffe, aber für die Erdenmenschen ist es ein riesiger strategischer Vorteil, weswegen natürlich alle großen Mächte daran interessiert sind, auf das Schwebeholz zuzugreifen, was nicht immer einfach ist, weil es nämlich hauptsächlich im Gebiet der Hügelmarsianer wächst. Das Flugholz ermöglicht den irdischen Mächten, ihren Konflikt auch auf fremde Welten auszuweiten. Doch nur die Deutschen haben es dank ihrer Luftschiffe geschafft, sich auch auf der Venus zu etablieren, wo das besondere Holz an Wirkung einbüßt und neben Dinosauriern auch Echsenmenschen eine Gefahr darstellen. Für Rollenspieler bieten sich hier unzählige spannende Ansätze. Ob sie jetzt als Großwildjäger Dinosaurier jagen auf der Venus, als Archäologen die Relikte des Mars erforschen, als Diplomaten zwischen den Völkern unterwegs sind oder einfach nur der Neugier wegen umherziehen, also der Gentleman, der so viel Geld hat, dass er sich einfach einen lockeren Lebenswandel erlauben kann, der aber von seinem marsianischen Butler begleitet durch das Sonnensystem zieht, um es zu erforschen, wäre auch eine Option für einen Charakter. Naja, und die Erde selber ist natürlich auch nicht zu vergessen. Sie ist zwar schon viel erforscht, aber riesige Teile Afrikas und Südamerikas oder Mittelamerikas sind unerforscht und die Charaktere könnten genauso gut 40 Jahre vor Howard Carter das Grab von Tutanchamun finden oder andere Entdeckungen machen, die halt in unserer realen Welt tatsächlich erst später passieren. Eine interessante Charakterklasse ist die des Erfinders, des Bastlers, des Konstrukteurs, der dann alles Mögliche erfinden kann, was man sich in einer Steampunk-Geschichte vorstellen kann oder was Jules Verne auch in seinen Romanen verwendet hat. Also die Welt von Space 1889 ist keine Welt, in der jede Flotte mit U-Booten bestückt ist, in der jeder verrückte Erfinder seltsame Goggle-Apparaturen auf der Nase trägt, um in den Mikrokosmos zu blicken, in der Dampfmaschinen jeder Armee voranmarschieren, aber sie ist eine Welt, die all dies ermöglicht, wenn der Spielleiter es gerne hätte. Was wiederum dazu führt, dass es eine Besonderheit ist, wenn ein Charakter so etwas einführt, erfindet oder wenn halt ein Spielleiter etwas dergleichen verwendet. Es ist also eine Welt, in der jede verrückte Steampunk-Maschinerie durchaus möglich ist. Space 1889 wurde ursprünglich vom Game Designers Workshop veröffentlicht und zwar passenderweise von 1988 bis 1991. Neuauflagen gab es bereits, doch die Fassung des Uhrwerk Verlags bietet weit mehr. Sie erweitert das ursprüngliche Spiel um zahllose Hintergrundbeschreibungen. Die neuen Regeln erlauben es nun auch, Marsianer und Echsenmenschen zu spielen. In der deutschen Ausgabe werden die englischen Texte, soweit sie gut sind, wiederverwendet. Es wird aber auch sehr viel neues Material geben, vor allen Dingen über die Venus, weil dazu bisher kaum etwas vorliegt, außer ein, zwei Abenteuern. Das heißt, in der deutschen Ausgabe, auch schon im Regelbuch,
wird es sehr viele Sachen geben, die bisher nicht zur Verfügung standen, selbst wenn man die alte Space-Ausgabe noch irgendwo haben sollte. Unter anderem halt auch spielbare Marsianer und Eidechsenmenschen von der Venus. Für die deutsche Ausgabe von Space 1889 wird das Hollow Earth Expedition-Regelsystem verwendet, auch als Ubiquity-System bekannt. Es ist ein sehr einfaches System, man kann eigentlich mit jedem Würfel würfeln. Die geraden Würfel sind ein Erfolg, die ungeraden ein Misserfolg. Man muss einfache Erfolgsschwellen überwinden, um eine Situation zu meistern. Dazu gibt es den Einsatz von Stilpunkten, mit denen man zusätzlich noch die Dramaturgie in bestimmten Punkten verändern kann, indem man Erfolge leichter machen kann, nicht unbedingt erkaufen, aber indem man eine Action-Szene auch kreieren kann, wenn man sie unbedingt haben möchte. Stefan Küppers ist federführend für das Projekt verantwortlich. Der bekannte DSA-Autor ist großer Science-Fiction- und Steampunk-Liebhaber. Mit Space 1889 hat er ein 260 Seiten starkes Buch abgeliefert. Zahlreiche Illustrationen und vollfarbige Darstellungen von Archetypen ergänzen die stimmungsvollen Texte. Ich mag verrückte Erfindungen. Und ich mag eine Welt, in der noch vieles zu entdecken ist, auch in der unsere Welt noch zu erforschen ist, unsere Erde, wie wir sie kennen, aber auch die fremden Welten, die das Sonnensystem noch zu bieten hat. Auch die Begegnung mit den anderen Kulturen, die es auf Mars und Venus gibt und die Enträtselungen der Geheimnisse des Mondes, der Venus, des Asteroidengürtels. Es ist also eine Welt der Erfindungen. Und vieler Entdeckungen. Und in einer Zeit, wo viele Rollenspielsysteme immer einen düstereren Hintergrund anbieten, ist es auch nett, einfach mal einen Gentleman zu spielen, der das Weltall entdeckt, der auf Gegner trifft, die ebenfalls Gentleman sein können und sich so verhalten. Gegner, die nicht nochmal zuschlagen, wenn man am Boden liegt. Das wird sicherlich nicht der Hügelmarsianer sein, aber es ist auch ein Klischee des Spiels mit viktorianischen Elementen oder mit Elementen aus dieser Zeit und auch mit Elementen, die auch beim Steampunk verwendet werden, die aber auch sehr, sehr gut zu Space 1889 passen.